Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die zentrale Erkenntnis des Ausbildungsreports 2018 des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist, die Zufriedenheit der Auszubildenden mit der Ausbildung sinkt. Weiter ist zu lesen, auch Azubis sind bereits von Flexibilisierungsdruck, Überstunden, ständiger Erreichbarkeit und Schichtarbeit betroffen. So wie die Beschäftigten insgesamt. So wie es um die Qualität von Arbeit schlecht bestellt ist, lässt auch die Ausbildungsqualität sehr zu wünschen übrig. Auszubildende sind Auszubildende und sollen einen Beruf erlernen und keine billigen Arbeitskräfte sein. Ein weiterer zentraler Punkt des DGB-Ausbildungsreports ist, dass Auszubildende oft von ihrer Ausbildungsvergütung nicht leben können. In den neuen Bundesländern zum Beispiel lag die Ausbildungsvergütung im Jahr 2018 für Fleischerinnen und Fleischer im ersten Ausbildungsjahr bei 310 Euro und im zweiten und die Friseurinnen und Friseure bei 325 Euro. Davon kann kein Mensch leben. Es ist doch kaum verwunderlich, dass in den vergangenen 10 Jahren im Rahmen der Berufsausbildungsbeihilfe fast 3 Milliarden Euro ausgegeben wurden, um niedrige Ausbildungsvergütungen aufzustocken. Die Linke fordert, auch Auszubildende müssen von ihrer Ausbildungsvergütung leben können, unabhängig vom Elternhaus. Und das könnte die Bundesregierung mit einer ordentlichen Mindestausbildungsvergütung regeln. Aber es bewegt sich nichts. Ebenso wenig reicht die Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe zum Leben nicht aus. Die vermeintlich große Reform, die jetzt hier heute angepriesen wird, ist lediglich ein Inflationsausgleich. Somit haben Auszubildende in vielen Fällen immer noch zu wenig zum Leben. Und das ist Alibi-Politik, meine Damen und Herren, und löst die Probleme nicht. Im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs müssen wir aber auch über die Höhe des Arbeitsentgeltes der beschäftigten Menschen mit Behinderung in Werkstätten sprechen. 2017 betrug das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt knapp 214 Euro. Über die Jahre wurde ich schon sehr oft von Menschen mit Behinderung angesprochen, die in Werkstätten arbeiten und dies als ungerecht ansehen. Ich finde, Werkstattbeschäftigte haben einen ordentlichen Lohn für ihre Arbeit verdient. Und ich habe Verständnis dafür, dass sich die Werkstätten Sorgen machen, wie sie sich durch das Gesetz die leicht steigenden Arbeitsentgelte in Summe finanzieren sollen. Wir sollten uns aber genauso darüber Gedanken machen, dass die derzeitige Entlohnungspraxis in den Werkstätten nicht akzeptabel ist und reformiert werden muss. Die Linke fordert, die Beschäftigten müssen fair entlohnt werden, und dafür braucht es ein anderes Entgeltsystem. Und darüber muss gesprochen werden, gemeinsam mit den Werkstätten, Werkstatträten und den Beschäftigten. Dass Union und SPD das nun auch möchten, ist positiv. Die Werkstattbeschäftigten mussten aber viel zu lange darauf warten. Und es ist zu befürchten, dass das bestehende System vom Grundprinzip her nur bestätigt werden soll. Und das ist aber definitiv zu wenig, wie auch insgesamt beim Thema Inklusion am Arbeitsmarkt von dieser Bundesregierung bisher wenig gekommen ist. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Corinna Rüffer, Bündnis 90 Die Grünen.